Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Crime Talk. Wir haben heute mal wieder einen deutschen Fall vor uns, nämlich den Fall um Olaf Deter, der auch in den Medien bekannt war als der Serienmörder von Bremerhaven oder auch als der Oma-Mörder. Olaf Deter wurde am 25. September 1996 unehelich in Bremerhaven geboren und wurde dann später als Einjähriger von seinem Stiefvater adoptiert. Er wuchs als Einzelkind auf und hielt bis zu seiner Verhaftung noch sehr engen Kontakt zu seinen Eltern, die ihn auch regelmäßig in seinen finanziellen Notlagen unterstützten. Zum Zeitpunkt seiner Mordserie lebte er sogar in unmittelbarer Nachbarschaft von seiner Mutter und seinem Stiefvater. Deter schloss eine schulische Ausbildung als Krankenpfleger ab, bei der er auch sowohl die Ausbildung als auch seine mittlere Reife erhielt und verpflichtete sich nach vergeblichen Bewerbungsversuchen als Krankenpfleger schließlich für 8 Jahre bei der Bundeswehr. Bei der Bundeswehr meldete er sich dann sofort bei den Sanitätseinheiten und wurde sogar gegen Ende seiner Laufbahn Oberfeldwebel. Seine untergebenen Soldaten beschrieben ihn eher als herrisch und penibel in Bezug auf die Ordnung, die dort herrschen musste. Im Anschluss an seine militärische Laufbahn ermöglichte ihm die Bundeswehr dann schließlich einen Job als Krankenpfleger in Cuxhaven. Kurze Zeit nach der Bundeswehrzeit heiratete Deter dann auch jemanden, allerdings wurde diese Ehe bereits nach einem Jahr wieder geschieden. Zum Zeitpunkt der Mordserie war Deter sehr verschuldet, weil er einen sehr luxuriösen Lebensstil genießen wollte und eine Vorliebe für luxuriöse Neuwagen hatte. Des Weiteren hatte er sich kurz vorher mit einer Prostituierten angefreundet, der er dann ebenfalls noch imponieren wollte und dann noch mehr luxuriöse Gegenstände gekauft hatte, um eben vor ihr gut dazustehen. Juni 2001 wurde Deter dann schließlich vor der elterlichen Wohnung, das muss für die Eltern auch unheimlich schlimm gewesen sein, von der Polizei verhaftet. Er hatte wohl zuvor 5 ältere Frauen innerhalb von 10 Tagen umgebracht und anschließend ausgeraubt. Und das Ganze ist auch nur aufgeflogen, weil das 6. Opfer überlebt hatte, was sie auch nur getan hat, weil Deter die Ohnmacht, in die diese Person gefallen ist, als Tod fehlinterpretiert hatte. Der Sohn des 6. Opfers rief bei ihr zu Hause an und zu dem Zeitpunkt war Deter sogar noch im Haus, weshalb er den Hörer aufnahm und sofort wieder auflegte. Daraufhin hatte sich Deter dann aus dem Staub gemacht. Der Sohn hingegen wurde durch dieses Auflegen, beziehungsweise Abnehmen, Auflegen, wie auch immer, so misstrauisch, dass er sofort zu seiner Mutter gefahren ist und sie dort bewusstlos auf dem Boden vorgefunden hatte. Als die Frau dann zu sich kam, riefen die beiden sofort die Polizei und als diese dann eingetroffen war, konnte die Frau tatsächlich sogar den Täter namentlich benennen. Und warum das so ist, erkläre ich euch gleich noch. Nach der Verhaftung von Deter stellte sich auch heraus, dass er am gleichen Tag, wenige Stunden vorher, schon bereits eine Frau ermordet hatte und diese auch ausgeraubt hatte. Und das Allerkrankste an der ganzen Sache ist, dass er nach den beiden Taten dann seine Freundin, die er zu dem Zeitpunkt hatte, und deren Kind mit dem gestohlenen Geld seiner Opfer schön zu einem privaten Rundflug über die ostfriesischen Inseln und Helgoland eingeladen hatte. Und als er dann mit den beiden zurückkam, wartete die Polizei bereits dort auf ihn, da eben dieser Mordverdacht geherrscht hatte und sie ihn dann eben festnehmen wollten. Die anderen 4 Opfer wurden erst bekannt, nachdem Deter dann schließlich ein Geständnis abgelegt hatte. Vorher wusste man davon nichts. Und man wusste deshalb nichts davon, weil alle Ärzte, die bei der Leichenschau dabei waren, halt einen natürlichen Tod festgestellt hatten. Wie ich in dem Fall um Amy gesagt hatte, ist das hier auch eingetreten, denn Deter hatte natürlich eben bei seinen Opfern als Kranken- und Altenpfleger eine gewisse Art von Grundvertrauen entgegengebracht bekommen und das wurde dann eben den Frauen zum Verhängnis. Durch seine Arbeit bekam er natürlich auch Zugang ohne Widerspruch, ohne Misstrauen zu den einzelnen Wohnungen. Was die Opfer leider nicht wussten, war, dass er unmittelbar, bevor diese Mordserie begonnen hatte, von seinem Arbeitgeber wegen Unterschlagung von Patientengeldern fristlos gekündigt wurde und gar nicht mehr als Krankenpfleger zu dem Zeitpunkt gearbeitet hat. Und er soll wohl so vorgegangen sein, dass er, nachdem er die Wohnung betreten hatte, die Frauen, die ehemalige Patientinnen von ihm waren, überfallen hatte und sie dann hinterrücks erstickt hatte. Was er auch tat, war, dass er bei den ganzen Morden seine Leibesfülle eingesetzt hatte. Wie ihr auf dem Thumbnail und auch hier sehen könnt, war er nicht der schlankste Mann von seiner Statur her und hat sich dann eben auf seine Opfer gekniet, die dadurch halt schwere innerliche Verletzungen erlitten hatten. Und selbst das wurde von den Hausärzten bei der Leichenschau übersehen, wie auch immer das passieren kann. Und dadurch, dass das Ganze auch so übersehen wurde, wurde das natürlich auch zu einem Riesenskandal in den Medien, weil die Leute angefangen haben zu hinterfragen, ob die Ärzte dort überhaupt ihren Job richtig machen oder wurden die bestochen oder wie auch immer.
Und deswegen wurde dann festgelegt, dass die Leichenschau in Zukunft auch mit einem Gerichtsmediziner stattfinden muss. Und obwohl die Morde von Data sowohl als normalen Mord und Raubmord geplant waren, musste er regelmäßig die Orte frühzeitig verlassen, weil dann die richtigen Pfleger eingetroffen waren. Und seine Beute, die er mitgenommen hatte, erwies sich halt als super gering, denn er nahm nur ein bisschen Bargeld mit, was sie zu Hause hatten, den ganzen anderen Kram, andere Wertgegenstände und Schmuck ließ er unberührt. Ich weiß nicht mal warum. Vielleicht, weil man das dann nachverfolgen kann, wenn man das verpfändet, weiß ich nicht. Aber Fakt ist halt einfach, dass für das, was er da rausgekriegt hat, also ich meine, ein Mord ist generell nie zu rechtfertigen und absolut dumm und ekelhaft, aber für so wenig, so zu sowas fähig zu sein, ist einfach nur in meinen Augen krank. Weiß ich nicht, wie ihr das seht. Vor dem Landesgericht in Bremen gestand Olaf Data dann schließlich seine Taten und wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht hat auch wegen seiner arglistigen, heimtückischen Vorgehensweise eine besonders schwere Schuld festgestellt. Und als Motiv gab er lediglich seine Geldnot an, denn zu dem Zeitpunkt der Mordserie sollen wohl seine Schulden so hoch gewesen sein, dass sie sich im oberen fünfstelligen Bereich angesiedelt haben. Und ich finde es echt schade, dass lebenslänglich nicht lebenslänglich ist. Ich hoffe erst danach in Sicherheitsverwahrung, denn er hat sogar bei den Polizisten bei der Vernehmung gesagt, wenn ihr mich nicht aufgehalten hättet, hätte ich die Mordserie fortgesetzt. Und wenn jemand sowas schon sagt, sollte der in meinen Augen kein Tageslicht mehr sehen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, haut mir das mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, falls ihr bis hierher geschaut habt, wie immer, vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr noch kein Abonnent dieses Kanals seid, würde ich mich darüber sehr, sehr freuen, weil wir sind kurz vor der 300 und das ist irgendwie super cool für mich, finde ich. Und ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Crime Talk wieder. Bis dahin. Ciao.